zeigen wir Ihnen heute ein Porträt Gustav Stresemanns. Stresemann, der von 1923 bis zu seinem Tod 1929 deutscher Außenminister war, suchte einen Weg, einen Ausgleich zwischen dem Westen und dem Osten. Diese Balance legt Parallelen zur heutigen Situation nahe. Mit ihm wurde Deutschland Mitglied im Völkerbund und wieder zu einem Partner der Großmächte. Politik für Deutschland, eine Dokumentation von Jürgen Korleis. Heutigen Tag eröffnet wird, spreche ich meine besten Wünsche aus für ihren Verlauf und für den Erfolg der Veranstaltung. Diese Ausstellung ist ein Beweis der inneren Stärke beider Industrien in schweren Zeiten deutscher wirtschaftlicher Entwicklung. Sie danken diese innere Stärke, vor allem der Wahl ihrer Führer und Mitarbeiter, die es verstanden haben, die Entwicklung beider Industrien auf eine Höhe zu bringen, die in Bezug auf die seelische Darstellung und Durchgeistigung des Films ebenso in Bezug auf technische Möglichkeiten auf die Höhe der Leistungsfähigkeit gebracht worden sind. Dass ich heute in der Lage bin, im Bilde zu Ihnen zu sprechen, ist ein lebender Beweis dieser Entwicklung und dieses Fortschritts auf diesen Gebieten. Mögen beide Industrien fortschreiten in dieser Entwicklung, möge es ihnen möglich sein, nicht nur in der Heimat, sondern auch draußen in der Welt, durch ihre Erzeugnisse ein Bild zu geben von deutscher Geistes- und Schaffenskraft und dafür zu sorgen, dass deutscher Geist und die Anerkennung deutscher Technik auf die Welt durchdringen. Gustav Stresemann, der Außenminister der Weimarer Republik, stammt aus Berlin-Kreuzberg. In der Köpenicker Straße 66 wurde er am 10. Mai 1878 geboren. Heute weist nichts mehr darauf hin, dass diese Straße einmal zu den belebtesten Gebieten der Berliner Stadtmitte gehörte. Die Mauer zerschneidet Kreuzberg und die Köpenicker Straße. Lohnt es da, an Stresemann zu erinnern, wenige Meter neben diesem Symbol des Scheiterns deutscher Politik? Stresemann. Unsere Schule heißt Gustav Stresemann Oberschule. Ich frage euch, warum hat man sie eigentlich nach Gustav Stresemann benannt? Andreas, hast du das gewusst, bevor wir im Geschichtsunterricht darüber gesprochen haben? Patricia? Also ich habe erst im Unterricht erfahren, dass Stresemann hier in Berlin Kreuzberg gewohnt hatte und dass ihm deswegen die Schule nach benannt wurde. Mhm. Und Stresemann war ziemlich der Erste, der sich dafür interessierte, dass in Deutschland mit Frankreich im Frieden leben sollte und nicht immer im Krieg. Ja. Also man sieht eigentlich kaum eine große Änderung in der Geschichte, ja, die durch ihn hervorgegangen sein soll. Ich meine, man kann faktenmäßig irgendwelche Bemühungen erkennen oder was, ja. Aber irgendwie, also für mich kann das nicht genug Interesse wecken. Warum waren denn so viele Menschen damals gegen die Politik von Stresemann? Haben Sie sich dann nicht gedacht, dass der Zweite Weltkrieg kommen könnte? Andreas? Ich weiß nicht, warum die Weimarer Republik gestürzt werden sollte. Was war denn der so schlecht gewesen? Wieso hat eigentlich kein anderer deutscher Politiker nach Stresemanns Tod seine Arbeit weitergeführt? Die Nazis interessierten sich nicht für die Politik von Stresemann. Warum haben die Linken ihn nicht unterstützt, also Stresemann? Ich frage mich, hat Stresemann geheuchelt oder hatte er bloß wirtschaftliches Interesse und wollte keinen Frieden? Also mich würde interessieren, wie Stresemann überhaupt dazu gekommen ist, Politiker zu werden. Und was er davor gemacht hat, bevor er Politiker war. Mit 5 Geschwistern wuchs Gustav Stresemann in einem kleinbürgerlichen Elternhaus auf. Der Vater war Schankwirt und Flaschenbierhändler.
Seine Mutter, an der er sehr hing, verlor Gustav Stresemann früh. Er war nachdenklich, verträumt und ein mittelmäßiger Schüler. Nach dem Abitur studierte Stresemann Nationalökonomie in Berlin. Schon im dritten Semester war er Sprecher der Neogermanen, die zu den Reformburschenschaften gehörten. 1900 veröffentlicht Gustav Stresemann seine Doktorarbeit über das Thema Die Entwicklung des Berliner Flaschenbiergeschäfts. Der Nationalökonom wird in Dresden Geschäftsführer des Bundes der Industriellen, später Verbandssyndikus für Sachsen. Er heiratet 1903, seine Frau mit Wolfgang, dem älteren Sohn. Als Industrieführer und Aufsichtsrat wird Gustav Stresemann wohlhabend, aber er entwickelt sein soziales Engagement unter dem Einfluss Friedrich Naumanns, des Parteiführers der Nationalliberalen. 1907 wird Gustav Stresemann in den Reichstag gewählt. Bei Kriegsende 1918 ist er Vorsitzende der nationalliberalen Reichstagsfraktion. Die von der Rechten als Dolchstoß empfundene Niederlage der deutschen Armee beendet zunächst die Karriere Stresemanns, der bei Linken und Demokraten als ultranationaler Durchhaltepolitiker gilt. In Deutschland droht die Anarchie. Während die Entwicklung dem Bürgerkrieg zutreibt, wird 1919 die verfassunggebende Nationalversammlung nach Weimar einberufen, der auch Stresemann angehört. Die Weimarer Republik entsteht in den Fesseln des Versailler Vertrages, der die deutsche Wirtschaft durch überhöhte Reparationsleistungen zu ersticken droht. Frankreich besetzt das Rheinland und die Ruhr, und im Widerstand gegen Besetzung und Zerstückelung Deutschlands findet der alte Hass gegen den Erbfeind Frankreich neue Nahrung. Es schien, als ob Frankreich Deutschland für alle Zeiten unterjochen wollte. Wie stark nationalistische Gefühle und Ressentiments Anfang der 20er Jahre waren, muss heute unverständlich erscheinen. Das Berliner Europa Center steht an der Stelle, an der Gustav Stresemann von 1910 bis 1923 gelebt hatte, bis er vorübergehend in die Reichskanzlei einzog. Sein Sohn Wolfgang Stresemann war damals 19 Jahre alt. Als er 1923 Reichskanzler wurde, was war der Grund dafür, dass er ausgewählt wurde? Ja, meines Erachtens war niemand anders da. Ich habe damals die politische Situation selbst miterlebt. Ich war damals in Berlin, hatte vorher in Heidelberg studiert, wo mein Vater übrigens schon die allergrößten Bedenken mir persönlich gegenüber geäußert hatte über die Politik des Kabinetts Kuno, das offensichtlich nicht bereit war, rechtzeitig den Ruhrwiderstand aufzugeben. Also in Berlin war damals die Situation die, wenn Kuno zurücktreten würde und man befand sich ja in einer Lage, die man vielleicht mit Finis Germanie bezeichnen kann, dass dann überhaupt nur noch einer in Betracht käme und das war mein Vater. Als Kuno dann tatsächlich zurücktrat, hat auch Ebert nicht einen Moment gezögert und meinen Vater sofort zu sich gebeten und ihn mit der Kabinettsbildung beauftragt. Damals gelang diese Kabinettsbildung einer großen Koalition innerhalb von 24 Stunden. So groß war die Not. Französische und belgische Truppen hielten das Ruhrgebiet seit dem Januar 1923 besetzt. Damit sollte Deutschland, das mit seinen Reparationsverpflichtungen bei der Lieferung von Kohlen und Holz im Rückstand geblieben war, zur Erfüllung der Versailler Bedingungen gezwungen werden. Die Reichsregierung hatte daraufhin zum passiven Widerstand aufgerufen. Streiks legten Zechen, Industrie und Verkehr lahm und die Reparationslieferungen wurden gänzlich eingestellt. Der Ruhrkampf war eine eindrucksvolle nationale Demonstration gegen den überlegenen Sieger, aber er hatte verheerende wirtschaftliche Folgen. Jeder Tag kostete das Reich 40 Millionen Goldmark. Und da die Währung ohnehin zerrüttet war, gab es keinen anderen Ausweg, als immer schneller, immer wertloseres Geld auszugeben. Einer verantwortungsbewussten Regierung blieb schließlich keine andere Wahl, als den Ruhrkampf verloren zu geben
und mit dem Sieger über die Erfüllung seiner Forderungen zu verhandeln. Dies war die erste Entscheidung Gustav Stresemanns. 20.000 Mark kostete ein Dollar im Juli 1923, im Oktober 242 Millionen. Erst nach Einstellung des Ruhrkampfes war der Weg zur Währungsreform frei. Hunger und Arbeitslosigkeit waren das Erbe, das Gustav Stresemann bei seinem Regierungsantritt am 13. August 1923 übernahm. Ihm blieben bis zu seinem Sturz nur 100 Tage Zeit. Aber in diesen 100 Tagen Kanzlerschaft fielen die Entscheidungen, die den Weiterbestand des Reiches überhaupt erst ermöglichten. Der heute in den USA lebende Historiker Felix Hirsch war vor seiner Emigration Redakteur am Berliner Tageblatt. Er kannte Stresemann persönlich und hat sich mit seinem Werk schon auseinandergesetzt, als der Schatten Hitlers auch das Bild Stresemanns verdunkelte. Hirsch ist Autor einer neuen, umfassenden Stresemann-Biografie. Die bedeutendste Leistung Stresemanns in den 100 Tagen seiner Kanzlerschaft war die Erhaltung der Reichseinheit. Und das war nur unter ungeheuren Kämpfen und Anstrengungen möglich. Es wäre niemand anderem gelungen, der nicht wie er im Rufe eines untadeligen Patrioten stand und so nur konnte er schließlich gegen Partikularisten, Separatisten und Radikale von rechts und links das Reich verteidigen. Auf Marsch nationalistischer Verbände beim Deutschen Tag in Nürnberg am 2. September 1923. Gefahr drohte von rechts und links, im Rheinland, in Bayern, Sachsen und Thüringen. Gegen die mitteldeutschen Volksfrontregierungen ließ Stresemann die Reichswehr aufmarschieren. Mit den bayerischen Separatisten ging er vorsichtiger um. Er schätzte die realen Möglichkeiten nüchtern ein und hatte damit Erfolg. Hitlers Putsch vom 9. November 1923 wurde von der bayerischen Landesregierung, die anfangs mit Hitler sympathisierte, selbst niedergeschlagen. Dieser Aufmarsch in Nürnberg fand 10 Wochen vor dem gescheiterten Putsch statt. Und dies sind die frühesten Filmaufnahmen von Adolf Hitler. Nun verteidigte er einen Staat, dessen Staatsform er eigentlich gar nicht begrüßte. Er hatte ein sehr distanziertes Verhältnis zur Weimarer Republik von Anfang an. Ganz recht, dieses Verhältnis war sehr distanziert. Er hatte schon am Anfang, im November 1918, es abgelehnt, sich auf die Republik festlegen zu lassen. Seine Fraktion in Weimar stimmte gegen die Weimarer Verfassung. Und wenn er da gewesen wäre, würde er es auch getan haben. Das Problem war aber, dass er seine Hauptaufgabe damals darin sah, dass er seine Partei aufbauen wollte. Eine neue Partei, von ihm erst ein halbes Jahr vorher gegründet. Und er hat das immer wieder betont, das wäre wichtiger, als dass er da als Oppositionsführer in Weimar sprechen würde. Das hat er seinem Parteikollegen Heinze überlassen. Stresemann hatte die Deutsche Volkspartei gegründet, da die Nationalliberalen und Demokraten ihn wegen seiner ultranationalistischen Vergangenheit als Belastung empfanden. In Weimar war die Fraktion der Volkspartei neben der unabhängigen Sozialisten die kleinste. Aber das störte ihn nicht. Stresemann ging es um die eigene parlamentarische Basis. Außenpolitisch tendierte der Parteiführer zur Rechten, innenpolitisch nach links. Diese Partei hat ihm sehr, sehr viel Mühe und Arbeit gekostet, vielleicht den größten Teil seiner Leistungskraft gekostet, weil er mit der doch ständig Schwierigkeiten hatte. Ja, die Schwierigkeiten beginnen 1920 nach seinem größten Wahlsieg, da wo 66 Volksparteiler in den Reichstag einzogen, denn in der Fraktion saßen Leute, die mit seinem Geiste nichts zu tun hatten, Männer wie Stinnes, Vögler, Lersner und manche andere. Und diese Schwierigkeiten gehen immer weiter. Einer der Führer der Fraktion, der Minister von Raumer, hat mir einmal gesagt, ja, also wir waren eben eine Fraktion von Individualisten und die ließen sich nicht von
Stresemann in irgendeiner Weise dirigieren. Es war immer eine Mühe, mit ihnen zu verhandeln. Und es ist ganz charakteristisch, dass gegen Ende seiner 100 Tage als Kanzler er so von seiner von den Führern seiner Fraktion attackiert wurde, dass er plötzlich ausbrach und sagte, ich bin das Hundeleben satt. Der Reichstag stürzt den Kanzler im November 1923. Doch Stresemann bleibt Außenminister in allen nachfolgenden Regierungen bis zu seinem Tode. Locarno. So sah die Stadt am Lago Maggiore im Oktober 1925 aus, als sie Schlagzeilen machte. Eine Schulklasse besucht das Heimatmuseum. Locarno, das sich stolz die Stadt des Friedens nennt, hat eine ständige Ausstellung eingerichtet, die an eine Hoffnung erinnern soll. Anfang Oktober 1925 verhandelten hier europäische Politiker über eine Friedensregelung. Deutsche Vertreter Stresemann und Reichskanzler Luther. Welches Interesse weckt dieser Ausflug in die Vergangenheit? Er erinnert an einen Traum vom geeinten Europa, das Neid, Hass und Machtpolitik überwinden würde. Der vielbeschworene Geist von Locarno schien Deutschland und Frankreich endlich den Weg in eine gemeinsame Zukunft zu weisen. Für Stresemann war Locarno Teil eines größeren Konzepts. Als die Delegationen eintrafen, waren bereits wichtige Vorentscheidungen gefallen. Der vom Reichstag angenommene Dawes-Plan entschärfte die Reparationsfrage und gab das Ruhrgebiet frei. Die Vereinigten Staaten begannen, sich wirtschaftlich für Deutschland zu interessieren. Am Verhandlungstisch verzichtete Deutschland auf alle Gebietsansprüche im Westen. Da es sich im Osten nicht festlegen wollte, garantierte Frankreich den Bestand Polens und der Tschechoslowakei. Der französische Außenminister Aristide Briand sollte Mühe haben, dieses Sicherheitssystem vor Presse und Parlament zu vertreten. Während die deutsche Delegation bereits unter wütenden Beschimpfungen von rechts und links nach Locarno gekommen war und den Eindruck einer Verbrüderung mit den Siegern von Versailles vermeiden wollte. Abseits des Konferenztrubels trafen sich Briand und Stresemann zu vertraulichen Gesprächen. Beide hatten viel Gemeinsames. Sie kamen aus bescheidenen Verhältnissen, begannen ihre Karriere als Parlamentarier, hatten taktisches Geschick und vertraten kleine Parteien, die auf immer neue Koalitionen angewiesen waren. In einer starken Position, ohne ständigen Erfolgszwang, hätten sie auch feste Vereinbarungen treffen können. Anlässlich des Geburtstages seiner Frau hatte der britische Außenminister Austin Chamberlain zu einer Dampferfahrt auf dem Lago Maggiore eingeladen. Dieser Ausflug auf die Orangenblüte brachte den Durchbruch in der strittigen Sicherheitsfrage. Es ging um einen Artikel des Völkerbundstatuts, der das Durchmarschrecht im Kriegsfall regelte. Für Deutschland war ein Durchmarsch im Falle eines Konflikts der Westmächte mit der Sowjetunion untragbar. Er hätte auch im Widerspruch zum Vertrag von Rapallo und den laufenden Verhandlungen zwischen Berlin und Moskau gestanden. In der entspannten, fast familiären Atmosphäre der Orangenblüte wurde ein Kompromiss gefunden. Damit war der Weg zur gleichberechtigten Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund frei. In der Kunst des Schweigens leisten wir hier, glaube ich, Unvergleichliches. Aber wenn Sie 1000 Zeilen an Ihre Zeitung telegrafieren müssen, kann ich Sie nicht hindern zu schreiben, dass wir uns heute auf dem Lago Maggiore amüsiert haben. Gut, und Fürst, was? 148 die erste. Gut, danke, gut. Dreharbeiten zu einem neuen Stresemann-Film. Unter der Regie von Eberhard Itzenblitz und mit Hans Korte in der Hauptrolle produziert das ZDF ein Dokumentarspiel mit dem Titel Der Friede von Locarno. Jüngste Veröffentlichungen über Gustav Stresemann haben Fragen aufgeworfen, die eine Neueinschätzung erforderlich machen. Was war Stresemann? Ein Taktiker oder ein utopischer Realist? Meinte er es ehrlich oder täuschte er seine Partner? Wollte er ein vereintes Europa oder eine neue deutsche Großmachtstellung? Nur eins ist sicher, er war Realpolitiker, der den Mut zum Notwendigen aufbrachte. Aber gerade das wurde von der Mehrheit seiner Zeitgenossen nicht verstanden.
Nur ein kleiner Teil der öffentlichen Meinung Deutschlands unterstützte Stresemanns Locarno-Politik. Die vom Hugenberg-Konzern beherrschte rechte Presse bekämpfte ihn als Verzichtpolitiker. Die Kommunisten nannten ihn Landesverräter und im Wahlkampf beschworen die Deutschnationalen die Erinnerung an schwarze Schmach und französische Fremdherrschaft. Heute erinnern Politiker an Locarno, wenn sie ein vereintes Europa fordern. Willy Brandt sah sich als Außenminister der Großen Koalition bei seinem Bemühen um Ausgleich und Versöhnung mit Deutschlands Nachbarn in der Nachfolge Gustav Stresemanns. Anlässlich einer Stresemann-Gedenkfeier sagte er 1968. Die Stresemannsche Politik und der heute von uns vorgeschlagene und erstrebte, vertraglich zu vereinbarende Gewaltverzicht haben einiges gemeinsam. Ich meine jetzt nichts, nur, dass man sie von rechts und links bekämpft. Ich meine vor allem, dass der Gewaltverzicht heute umfassender erreichen könnte, was damals in der begrenzt möglichen Form erreicht wurde. Eine Atmosphäre des Friedens und der Entspannung in Europa. Warum Frieden und Entspannung in Europa damals in Locarno nicht umfassend erreicht und abgesichert werden konnten, beschreibt der schweizerische Historiker Jean-Rudolf von Salis. Der Vertrag von Locarno war der Versuch, nach den schweren Gegensätzen und Spannungen zwischen dem Deutschen Reich und vor allen Dingen Frankreich, aber auch den anderen Nachbarn, Belgien und selbst Großbritannien, eine, sagen wir mal, Versöhnung herbeizuführen und gleichzeitig den Westmächten eine Garantie zu geben, dass Deutschland den Westen nicht mehr angreifen will, dass es keine kriegerischen Absichten hat. Sie haben einmal geschrieben, dass es zwischen Briand und Stresemann ein fundamentales Missverständnis gegeben habe. Vielleicht haben Sie sogar darüber gesprochen, das weiß ich nicht, aber das fundamentale Missverständnis besteht meiner Ansicht nach darin, dass Briand, ich will es jetzt einfach ausdrücken, die Deutschen mit dem neuen Europa, also auch mit der Existenz Polens, der Tschechoslowakei, mit den neuen Grenzen versöhnen wollte. Und Stresemann, glaube ich, wollte doch Locarno nur als eine Etappe verstehen, für eine spätere Revision, besonders der Ostgrenzen, das heißt hauptsächlich der Grenzen mit Polen, von der Tschechoslowakei war damals eigentlich kaum die Rede. Aber Danzig, der sogenannte Korridor, also Pomerelen, Oberschlesien, ich glaube sogar, dass Stresemann den damaligen Affekt der deutschnationalen teilte, nämlich einen antipolnischen Affekt. Der saß damals sehr tief. Und diese ganze Sache, ich erinnere mich noch, wie ein deutscher Freund mir sagte, der Korridor ist ein Pfahl in unserem Fleisch. Das waren so diese, ich möchte beinahe sagen, Redensarten, an die man aber glaubte. Wahrscheinlich auch Stresemann. Während Briand sagte, das kann man doch alles durch Verständigung, durch Verhandlung, durch Kompromisse so weit lösen, dass ihr auch ein normales Verhältnis zum Osten haben könnt. Man kann aus den diplomatischen Akten jener Zeit entnehmen, dass mein Vater, der ja sehr offen war und vielleicht seine politischen Kontrahenten durch Ehrlichkeit und Gradlinigkeit fast geradezu bestürzt hat, seinen französischen und englischen Partner gesagt hat, Ost-Locarno gibt es nicht, diese Grenzen sind keine Grenzen, die wir jemals anerkennen können. Und sie haben ihm damals gesagt, diese Partner, man muss sich überlegen, wie man das späterhin einmal durchführt. Briand hat selbst einmal in einem Gespräch gesagt, vielleicht ist der Völkerbund dazu die geeignete Grundlage. Jedenfalls hat mein Vater ganz ehrlich, klipp und klar diese Fernziele der deutschen Politik
den damaligen Außenministern klargemacht. Und ich darf am Schluss vielleicht sagen, das klingt heute, ist heute sehr unpopulär natürlich, er hat in seinem historischen, leider viel zu kurzen Gespräch mit Poincaré selbst von der Möglichkeit eines Anschlusses von Österreich gesprochen. Er war also ganz ehrlich in seinen Zielen und diese Ziele hat er natürlich schon nicht erreichen können aufgrund des frühen Todes und des dadurch bedingten Scheiterns der damaligen Außenpolitik. Eine notwendige Ergänzung des Stresemann-Bildes. Als Fernziele seiner Politik wurden jahrelang nur die deutsch-französische Verständigung und der Zusammenschluss Europas herausgestellt. In den 50er Jahren finanzierte die Bundesregierung einen Film, der Stresemann als Vorgänger Adenauers erscheinen ließ. Die Kritik sprach vom Stresenauer. Hier ein Ausschnitt zu Locarno. Wenn ich diese Begeisterung sehe, dann frage ich mich wirklich, ob denn alle Leute Narren sind oder... Ob sie vielleicht selber eine sind. Aber meine Tochter, noch bin ich nicht Kardinal. Die Welt wird Deutschland nie vergessen, dass es die Initiative für den Frieden ergriffen hat. Wie war denn das Verhältnis zwischen Adenauer und Stresemann? Das scheint schlecht gewesen zu sein. Ich wusste es nicht, aber Adenauer hatte es mir selber gesagt. Denn als er 1926 von Hindenburg nach Berlin gerufen wurde, um ein Reichskabinett zu bilden, ihm also der Reichskanzler angetragen wurde, hat Stresemann das verhindert, indem er nicht gestattete, dass die Volkspartei mitmachte. Und ich sagte noch, ich kannte diese Feindschaft nicht und Adenauer sagte, oh ja, Stresemann hat mich schon bei den Sozialdemokraten schlecht gemacht, die ich in Berlin war. Und dann sagte er noch, er habe sich oft gefragt, ob es nicht ein Fehler gewesen sei, dass er damals nicht den Reichskanzler angenommen habe. Richard von Weizsäcker beschreibt die tieferen Ursachen für das schlechte Verhältnis zwischen Konrad Adenauer und Gustav Stresemann. Es waren zwei grundverschiedene Politiker. Der rheinische Katholik der Zentrumspartei aus Köln gegenüber dem preußisch-liberalen Berliner. Schon in der ganzen Rheinlandspolitik war es zu heftigen Gegensätzen zwischen den beiden gekommen. Adenauer schwebte eine untrennbare Interessenverflechtung zwischen Deutschland und Frankreich, aber mit einer ganz eindeutigen Westorientierung für Deutschland vor. Stresemann und die Berliner Politik war auf eine sich frei orientierende nationale deutsche Rolle zwischen Ost und West aus. Das Deutsche Reich wird am 8. September 1926 einstimmig in den Völkerbund aufgenommen und erhält einen ständigen Ratssitz. Das internationale Ansehen Stresemanns damals und heute beweist ein Dokumentarfilm der Vereinten Nationen über die Geschichte des Völkerbundes. For many, the First World War ended. Only on the Für viele war der Krieg erst zu Ende, als Stresemanns Zug in Genf eintraf. He had come to restore his country to full membership in the kinship of nations. It was a great day, and everybody at Geneva knew it too. Er kam, um sein Land wieder in die Völkerfamilie aufnehmen zu lassen. Es war ein großer Tag. Jeder in Genf wusste das. Germany was coming in the spirit of Locarno. Im Geiste von Locarno wurde Deutschland aufgenommen. Es versprach, Grenzveränderungen nur in Verhandlungen anzustreben. Aber 1933 nahm Hitler diese Zusage zurück. Zu Hause in Deutschland hat Stresemann niemals uneingeschränkte Unterstützung oder Dankbarkeit erfahren. Aber in Genf war er 1926 der Mann der Stunde und einer der Großen. Er, Stresemann, der aussah wie die Karikatur eines Deutschen der 20er Jahre mit Specknacken und Leibesfülle, der den Franzosen seiner Zeit als das Urbild des Bosch erscheinen musste, er hatte Deutschland zum gleichberechtigten Partner Frankreichs im Völkerbund gemacht. Das Restaurant Bavaria in Genf war seit Gründung des Völkerbundes Treffpunkt der Delegierten und Journalisten. Die Zeichner Derso und Kellen waren dabei und skizzierten die prominentesten Gäste. Stresemann, Briand und Chamberlain
denen 1926 gemeinsam mit dem Amerikaner Dawes der Friedensnobelpreis verliehen wurde, sind als die Weltpolizisten des Völkerbundes dargestellt. Der Bobby Chamberlain, der Schupo Stresemann, der Flick Briand. Stresemann mochte es übrigens gern, wenn man ihn auch bissig skizzierte. Er sammelte die Karikaturen, die in der Weltpresse von ihm erschienen, und er hatte ein sehr gutes Verhältnis zu den Journalisten, zumindest zur internationalen Presse. Für die reaktionären Hugenberg-Blätter galt das natürlich nicht. Zu den Auslandskorrespondenten in Berlin hielt Stresemann engen Kontakt. Der Züricher Journalist Albert Müller erinnert sich. Die Pressetheorie der Pressestelle der Reichsregierung und des Auswärtigen Amtes fanden im Palais Leopold statt. Jeden Freitagnachmittag. Stresemann war bei diesen Gelegenheiten sehr ungezwungen. Es machte ihm sichtlich Freude. Er hat den verständigungsbereiten, gesprächsfreudigen Mann herausgestellt. Und ich habe nur einmal erlebt, dass er seinem Temperament bewusst die Zügel schießen ließ. Das war, als er den Pazifisten Professor Friedrich Wilhelm Förster heftig angriff wegen der von ihm veranlassten Veröffentlichungen im Echo de Paris über deutsche Rüstungsmaßnahmen und besonders auch über die Zusammenarbeit zwischen der Reichswehr und der Roten Armee. Sowjetoffiziere bei einem Manöver der Reichswehr, die ihrerseits Flieger und Panzerfahrer in Russland ausbilden ließ. Im Versailler Vertrag verbotene Waffen, einschließlich Kampfgas, wurden mit Billigung der Reichspräsidenten in der Sowjetunion entwickelt. Das Programm, als dessen Urheber General von Seeckt gilt, war schon vor Stresemanns Regierungsbeteiligung angelaufen und von ihm nicht mehr zu stoppen. Stresemann baute jedoch die politische Zusammenarbeit mit der Sowjetunion weiter aus. Im Berliner Vertrag von 1926 vereinbarten Deutschland und Russland ihre Neutralität im Konfliktfall. Anders als der Locarno-Pakt fand der Berliner Vertrag im Reichstag begeisterte Aufnahme. Stresemanns Ansehen stieg, auch auf der Rechten. Der Balanceakt zwischen Westorientierung und Ostpolitik war geglückt. Zu den Historikern, die Stresemann noch persönlich kannten, gehört auch der Tübinger Professor Theodor Eschenburg, Autor einer Bildbiografie. Ist die Ostpolitik nicht eine lange Zeit zu sehr im Hintergrund geblieben? Sie haben recht, das hat er aber selber gewollt. Einmal war einem die Ostpolitik als liberaler persönlich unangenehm. Aber er war ja ein großer Realist und sah ihre Notwendigkeit ein. Und zweitens wollte er sich nicht in einen Konflikt geraten mit dem Westen wegen seiner Ostpolitik. Denken Sie einmal, wie sehr der Westen aufgeschäumt ist bei Rapallo. Diesen Eindruck wollte er vermeiden. Er hat bewusst in der Öffentlichkeit, auch in seinen Reden, die Ostpolitik heruntergespielt, obgleich sie meines Erachtens von zentraler Bedeutung war. Und durch den Berliner Vertrag mit den Russen schafft da Deutschland eine Mittelstellung in Europa. Sehen Sie mal, was Bismarck immer so wahnsinnig belastet hat. Der Albtraum der Koalition, nämlich, dass die beiden großen Nachbarn Deutschlands, Russland und Frankreich, sich verbinden könnte. Diese Gefahr bestand ja nach 1923 erneut. Das war doch etwas ganz Neues nach dem Weltkriege, dass Deutschland, ich muss sagen, dank Stresemann, wieder selbstständige Politik nach allen Seiten treiben konnte. Und um die Westmächte daran zu gewöhnen, hat er den Berliner Vertrag heruntergespielt. Das müssen Sie taktisch sehen. Den Abzug der französischen Besatzungstruppen aus dem Rheinland hat Stresemann nicht mehr erlebt.
Gegen das französische Misstrauen, dem die Agitation der deutschen Rechten immer neue Nahrung gab, konnte Stresemann schließlich nicht mehr erreichen als die vorfristige Räumung bestimmter Zonen und die Vereinbarung eines endgültigen Abzugstermins. Aber es war schon zu spät. Aus dem Kampf gegen die Rheinlandbesetzung gingen Rechtsextremisten und Nationalsozialisten als Gewinner hervor. Stresemann mag das befürchtet haben. Deutlich erkannt hat er die Gefahr des Nationalsozialismus erst später, als Hitlers Trommel nicht mehr in den Vorstädten, sondern mitten im bürgerlichen Lager dröhnte. Andere ahnten das Drama früher. Die Franzosen gehen, die Nazis kommen. Gezeichnet 1925. 1926 Eintritt in den Völkerbund. Das deutsche Gretchen verkleidet als Marianne, im Gepäck die Reaktion. Unter der alten schwarz-weiß-roten Reichsflagge, die er am liebsten auch für die Republik gesehen hätte, führte Stresemann seine Volkspartei. Doch weder die leidenschaftliche Betonung deutschen Nationalbewusstseins noch der Hinweis auf die Erfolge der Stresemannschen Außenpolitik brachten der Partei Zulauf aus dem konservativen Bürgertum. Die Wähler erwarteten härtere Töne und sie misstrauten Stresemanns nationalem Pathos. Ein Comicstrip aus dem Jahre 1926. Die Kuh will nicht durchs neue Tor? Da baue ich eine Kulisse vor, die kennt sie ja von eh zuvor. Schwupp ist das Vieh durchs Nadelohr. Stresemanns Verständigungspolitik schloss die Erfüllung herabgesetzter Forderungen der Siegermächte ein. Auf der Haager Konferenz im August 1929 musste sich Deutschland endgültig verpflichten, noch 34,5 Milliarden Mark Reparationen zu bezahlen, in Raten, bis zum Jahre 1988. Als Gegenleistung erlangte das Reich seine wirtschaftliche und finanzielle Souveränität zurück. Die Rheinlandbesetzung wurde um 5 Jahre verkürzt. Dies war die letzte Konferenz, an der Stresemann teilnahm und der Abschluss seiner Politik. Mehr als er hätte niemand erreicht in der Verhandlungsführung gegen allmächtige Sieger, die wenige Wochen später zusammen mit dem Besiegten in die internationale Finanzkrise stürzen sollten. Der schwarze Freitag an der New Yorker Börse, der Beginn der Weltwirtschaftskrise, warf nicht nur das Kartenhaus aller Schulden und Zahlungspläne um. Er traf das wirtschaftlich schwache und kurzfristig verschuldete Reich so unvermittelt, dass der Zusammenbruch der Wirtschaft von den Feinden der Republik zum Zusammenbruch des Systems erklärt werden konnte. Von der Hass- und Verunglimpfungskampagne der Nationalsozialisten gegen den Weimarer Staat hat Stresemann nur den Anfang miterlebt. Er starb am 3. Oktober 1929, 14 Tage vor dem Beginn der Weltwirtschaftskrise. Stresemann ist als Politiker sehr heftig angegriffen worden. Es gab dieses böse Wort vom Stresemann Verwesemann. Glauben Sie, dass er gelitten hat unter diesen Verleumdungen? Wahnsinnig. Wahnsinnig. Er war bei aller Härte und Energie ein äußerst sensibler Mann. Madiger Landesverräter, Schädling, Eichling genannt. Und das ist ihm unter die Haut. Ich weiß, dass als die Nierenkrankheit erheblich zunahm, sein Leibarzt die Umgebung Stresemanns gebeten hat, die Zeitung, die er morgens durchliest, zu untersuchen auf Verdächtigungen, Verleumdungen und Beleidigungen und ihm diese Zeitung vorzuenthalten, weil dadurch der Gesundheitszustand sich so verschlechtert. Das hat er nach 3 Tagen gemerkt, großen Krach geschlagen und diese Vorzensur hörte auf. Wo würden Sie jetzt die größte Bedeutung Stresemanns für die Geschichte der Weimarer Republik sehen? In doppelter Hinsicht. Die Erhaltung der Reichseinheit und die Wiederherstellung der Reichsordnung in der großen Existenzkrise von Herbst und Winter 1923. Und zweitens, dass es ihm gelingt, durch 6 Jahre eine in sich geschlossene, ergiebige Außenpolitik durchzusetzen und zu führen. Herr von Weizsäcker, was bleibt von heute hier gesehen an Stresemann vorbildlich? Was kann ein deutscher Politiker heute von ihm übernehmen oder lernen?
Das Bemerkenswerteste an Stresemann, finde ich, ist, er gehört zu den wenigen Politikern, die in ihrem Leben wirklich selber etwas gelernt haben. Er hat immerhin angefangen als ein Anti-Republikaner. Er hat noch den Kapp-Putsch im Jahr 1920 mindestens halb gut geheißen. Er war kein überzeugter Demokrat, aber er wurde es. Er wurde ein Vernunftrepublikaner. Und je mehr er in die außenpolitische Verantwortung für das Deutsche Reich hineinwuchs, desto überzeugter wurde er von der Notwendigkeit, die innenpolitischen Gräben zuzuschütten. Er war immer ganz gegen Konfrontation zwischen rechts und links, zwischen bürgerlichem und sozialistischem Lager. Er erkannte das notwendige Interesse in der Abhängigkeit des Deutschen Reichs von den außenpolitischen Bedingungen, in der Fähigkeit zum Kompromiss und zur Zusammenarbeit. Er hat sie insbesondere mit der scharfen Rechten, mit der Deutschnationalen Partei und mit dem rechten Flügel seiner eigenen Partei nicht geschafft. Aber er hat aus Vernunft gelernt, den politischen, demokratischen Kompromiss zu suchen. Und das müssen wir immer wieder in jeder Lage. Vor dem Deutschen Reichstag, der 3,5 Jahre später brennen und das Ende der Republik signalisieren wird, sammelt sich der Trauerzug für Gustav Stresemann. Hunderttausende beteiligen sich an dieser letzten gespenstischen Demonstration der Geschlossenheit auseinanderstrebender Kräfte. Den Familienangehörigen, die später Deutschland verlassen werden, folgt Reichspräsident von Hindenburg, Stresemanns heimlicher Gegner, der die Feinde Stresemanns unterstützt hatte und weiter unterstützen sollte. Kein Nachfolger setzte das Werk Stresemanns fort. Seine Deutsche Volkspartei driftete nach rechts. Bei den Reichstagswahlen vom März 1933 entschieden sich nur 1,1% der Wähler für diese Partei. Viele DVP-Anhänger hatten längst in der NSDAP ihre politische Heimat gefunden. Stresemanns Größe wurde zu spät erkannt. Als er starb, war das deutsche Volk über alle politischen Gegensätze hinweg tief bestürzt. Millionen folgten der Übertragung der Trauerfeier am Radio. Im Originalton der Abschluss des Berichtes von Alfred Braun, den der Reichsrundfunk über alle Sender von Köln bis Königsberg ausstrahlte. Die Spitze des Zuges und die voraufgehende Kapelle zieht am Haus vorüber, jetzt weithin über die Köpfe, über die Tschakos und über die Zylinder hinweg, der Berserk, bedeckt von der Reichsfahne und vom Grün und von den Blumenfarben der Kränze sichtbar. Gustav Stresemann hat das Auswärtige Amt verlassen. Wir setzen die Reihe Weimarer Köpfe mit einem Bericht über den Reichspräsidenten Friedrich Ebert am kommenden Mittwoch um 21.50 Uhr fort.